Der Klimawandel ist Thema geworden. Aber nur darüber zu reden, bringt uns nicht weiter. Es braucht vor allem innovative Ideen und deren Umsetzung. Die burgenländische Industrie hat sich den Klimawandel zu Herzen genommen. Und das möchten wir Ihnen heute zeigen. Denn wir haben alle Verantwortung für diesen Planeten, für unsere Kinder, für die Zukunft. Und dieser Verantwortung ist sich die Industrie bewusst. Also die entscheidende Frage, die wir uns selbst gestellt haben, wie kann das Thema Heizen zwei wesentliche Anforderungen des Marktes erfüllen? Das erste ist Behaglichkeit und das zweite ist Energieeffizienz und Energieeinsparung mit Ressourcenschonung. Und da sind wir auf die Infrared-Heizung gekommen. Viele fragen, wie geht das? Wieso kann die weniger Strom verbrauchen oder Energie verbrauchen als eine andere Heizung? Die Antwort ist relativ einfach, man muss einmal im Dreisprung denken. Das heißt, die Infrared-Heizung erzeugt mit weniger Einsatz eine Behaglichkeit durch die angenehme Wirkung der Wärmestrahlung. Und in Folge ist daher, weil die operative Temperatur, die angenehme Behaglichkeitstemperatur mit weniger Einsatz hergestellt werden kann, ist es in Folge energieeinsparender. Und das ist das Entscheidende. Bei der Konstruktion einer Heizung und insbesondere einer Infrared-Heizung muss man schon sehr gut auf die verwendeten Materialien achten. Das intendierte Phänomen, also was will ich erreichen bei der Infrared-Heizung, ist eine optimale Wärmeabstrahlung und das benötigt bestimmte physikalische Eigenschaften des abstrahlenden Materials. Keramik stellt sich hier als besonders wertvoll heraus und strahlt wirklich mit der höchsten Effizienz. Also in den letzten 10 Jahren oder seit 11 sind wir hier aktiv, hat sich natürlich vieles geändert. Zum Beispiel die Wärmedämmung der Gebäude hat sich verbessert. Wir mussten also unsere Heizelemente permanent anpassen an die aktuellen Bedürfnisse von der Größe, von der Leistung. Das ist eine laufende Entwicklung. Das führt dann in Summe zu einer höheren Effizienz des gesamten Heizungssystems. Weitere Innovationen, die wir gebracht haben, war beispielsweise die Deckenmontage. Und wenn dann jemand fragt, ja, aber dann der Decke ist es so schön, nur wo gebe ich dann mein Licht hin, war die nächste Innovation sozusagen schon auf der Hand als Kundenwunsch. Das war ein Lichtrahmen, der sowohl dann nicht nur die Heizung für den kompletten Raum macht, sondern auch die komplette Beleuchtung gibt. Nächste Innovation, flächenbündiger Einbau. Dann wieder die Frage, flächenbündiges Licht. Das sind sehr elegante Lösungen, die wirklich die Heizung als Integration in das Gebäude elegantes Integration bringt. Bedeutsam ist es, wenn wir heute bauen, ja daran zu denken, was passiert die nächsten 50 bis 100 Jahre, weil so lange steht ein Gebäude. So, was wird die Zukunft bringen? Autarkie der Gebäude, das heißt, der Strom, die Energie wird im Wesentlichen am Gebäude selbst erzeugt, kann dann natürlich gleich für das Heizen verwendet werden, kann auch für das Kühlen verwendet werden und alles wird elektrisch gehen. Ich kann mir auf meinem Grundstück kein Gas fördern, also werden wir nur über Photovoltaik oder vielleicht Kleinwindkraft Strom erzeugen können. Deswegen setzen wir ja ganz massiv auf die hocheffiziente Stromheizung und das ist die Infrared-Heizung.